Im vergangenen Jahr ertranken im Schnitt jeden Tag 6 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. In den letzten 5 Jahren sind über 14.000 Menschen dort tot. In diesem Jahr ertranken mindestens 500 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer. Das sind erschreckende Zahlen, Paulina. Zum Glück gibt es Initiativen wie Jugend rettet, die mit ihrem Schiff Juventa bereits mehr als 14.000 Menschen das Leben gerettet haben. Das sind genauso viele, wie eben in den letzten 5 Jahren ihr Leben verloren haben. Ja, danke, dafür mein großer Applaus. Jugend rettet engagiert sich zusammen mit der Seebrücke für sichere Fluchtwege, für unbehinderte Seenotrettung und für ein Ende des Sterbens an den europäischen Grenzen. Wir haben heute für euch hier Sophie, die Vorsitzende der Seenotorganisation Jugend rettet. Sie spricht im Namen der Seebrücke über die europäische Migration und Kriminalisierung von Seenotrettung. Ein Riesenapplaus. Ja, vielen, vielen Dank für diese Anmoderation. Vielen Dank, dass ich heute hier sprechen darf für die Seebrücke und für die Jugend rettet. Und vielen Dank, dass ihr heute alle da seid und ein deutliches Zeichen setzt für ein offenes Europa und für eine humanere Migrationspolitik. Seid mal laut für euch selber. Denn bisher hat die EU im Sinne ihrer Abschottungspolitik andere Pläne gehabt. Und so wird wissentlich und willentlich für eine rechtspopulistische Symbolpolitik das Sterben an den europäischen Außengrenzen in Kauf genommen. Infolge dieser Symbolpolitik, wir haben es alle in den letzten Wochen und Monaten erlebt, ist mittlerweile fast die gesamte zivile Seenotrettungsflotte aus dem Einsatzgebiet verbannt worden. Die Schiffe, die es noch unter diesen Repressionen schafften, herauszufahren und Menschen zu retten, kämpfen nach jeder Rettung von Schiffsbrüchigen darum, in einen sicheren Hafen einfahren zu dürfen. Das ist keine Flüchtlingskrise, die wir hier haben, das ist eine Rassismuskrise. Und Menschenleben sind verdammt nochmal keine Verhandlungsmasse. Wir haben Jugend rettet 2015 gegründet, um dem Sterben auf dem Mittelmeer etwas entgegenzusetzen. Für uns war klar, wenn Menschen ertrinken, schickt man ein Schiff, um sie zu retten. Und mit Hilfe von jungen Menschen aus ganz Europa und unzähligen Kleinspenden haben wir es geschafft, ein Schiff zu kaufen, umzubauen und aktive Hilfe an der tödlichsten Grenze der Welt zu leisten. Das Schiff wurde von unzähligen Freiwilligen betrieben, die sich Urlaub nahmen, ihre Jobs kündigten oder ihre Schule, Ausbildung und ihr Studium auf Eis legten. Und gemeinsam schafften wir es, in Rettungseinsätzen über 14.000 Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot zu retten. Jugend rettet ist ein Zeichen der jungen Generation. Ein Zeichen, wofür unsere Generation steht und was wir von Europa erwarten. Wir sahen uns gezwungen, selber Seenotrettung zu betreiben, denn es gab und gibt immer noch keine staatlichen Seenotrettungsprogramme. Wir füllten das Vakuum einer gescheiterten europäischen Migrationspolitik und wollten deutlich machen, wenn eine Gruppe junger Menschen es schafft, Seenotrettung an Europas Außengrenzen zu stemmen, dann kann es für die EU, für jedes einzelne Mitgliedsland keine Ausrede geben, das nicht ebenfalls zu tun. Aber anstatt endlich ein europäisches Seenotrettungsprogramm aufzusetzen oder legale und sichere Einreisewege zu schaffen, haben wir in den letzten 2 Jahren eine massive Kriminalisierung von Seenotrettung erfahren müssen. Unser Schiff, die Juventa, wurde im August 2017 von italienischen Behörden beschlagnahmt und liegt seitdem im Hafen von Sizilien und rostet vor sich hin. Diese sogenannte präventive Maßnahme gegen uns unterliegt fadenscheinigen Vorwürfen, denen bis heute jegliche Beweisgrundlage fehlt. Und mittlerweile wissen wir, dass die italienische Staatsanwaltschaft seit 2016 gegen uns ermittelt. Aktuell laufen immer noch Ermittlungen gegen 10 unserer Crewmitglieder. Der Vorwurf, Beihilfe zur illegalen Einreise. Und bei einem möglichen Prozess drohen ihm bis zu 20 Jahren Haft und hohe Geldstrafen. Und nur das, um das nochmal deutlich hier zu sagen, wir haben uns keiner Straftat schuldig gemacht, wir haben lediglich fundamentale Menschenrechte verteidigt. Während unser Schiff beschlagnahmt in Sizilien liegt, sterben weiterhin Menschen im Mittelmeer oder werden von der EU-finanzierten sogenannten libyschen Küstenwache illegalerweise zurück nach Libyen gebracht. Wir dürfen da nicht weiter wegschauen.
Wir dürfen nicht tatenlos bleiben, wenn die europäische Außengrenze zum Massengrab wird. Wenn Menschen in libyschen Lagern gefoltert, versklavt oder zum Kämpfen an die Waffen im Bürgerkrieg gezwungen werden. Oder wenn SeenotretterInnen vor Gericht gezerrt werden. Europa kann dagegen etwas tun und wir erwarten, dass es etwas dagegen tut. Wir erwarten, dass es im Mittelmeer und am Land nicht die Grenzen, sondern die Menschen schützt. Wer keine Lust auf eine Festung Europa? Und wir von Jugend rettet und von der Seebrücke freuen uns, mit euch gemeinsam heute ein Zeichen für ein offenes, für ein solidarisches Europa zu setzen. Unterstützt uns beim Kampf gegen die Kriminalisierung unserer Crew, die Juventus Fan, denn es trifft einige, aber gemeint sind wir alle. Alle, die sich dafür einsetzen, dass jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Europa von morgen menschlicher, solidarischer und gerechter ist. Und dass der Leitsatz, mit dem wir damals Jugend rettet gegründet haben, endlich eine Selbstverständlichkeit wird. Jeder Mensch verdient die Rettung aus Seenot. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Sophie. Vielen Dank, Seebrücke. Und danke, Jugend rettet, für eure so wichtige und tolle Arbeit. Bis dann. Seit 2015.